Nachtsichtgerät. Der stand direkt neben mir. Der stand direkt neben mir, Alter. Was soll ich tun? Was sollte ich machen? Die Versuchung war einfach zu groß, Mann. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und ja, mit meiner ersten Daily, nee, eigentlich nicht meine erste, sondern meine zweite. Die erste war von Mechanic, da musste ich bloß ein bisschen Schießpulver abgeben. Aber Therapist wollte unbedingt, dass man zweimal auf Shoreline End kommt. Also nichts leichter als das, Nachtmodus abgewartet und ja, rein ins Vergnügen. Und wie echte Männer nun sind, ohne Nachtsichtgerät rein, ohne Thermal rein, einfach so. Ja, und dann wundert man sich, wenn man abgeknallt wird. Nee, Spaß beiseite. Nee, so dunkel ist es ja nicht. Und wenn man die Maps kennt, findet man sich auch nachts zurecht. Das Problem ist nur für euch jetzt, dass ihr es genauso seht, wie ich es im Spiel gesehen habe. Ich habe das Video auch nicht nachgehellt oder sonst irgendwas. Ihr sollt den Eindruck genauso bekommen, wie ich ihn hatte. Gut, lang genug gequatscht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder Like, da würde ich mich freuen, wie immer. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Ah, okay. Na dann, auf geht's. Senseless, du altes Haus. Reiß dich zusammen. Sonst geht's heute Abend ohne Essen ins Bett. Wir müssen ja bloß zweimal rauskommen, Alter. So, dann schnell zur Tanke vor. So, dann hocke ich mich hier erstmal ins Gebüsch. Warte, bis die Sportsfreunde von der anderen Seite durchgerannt sind. 48 Minuten, okay. So, lass uns mal sehen. Wo ist die Task? Private Clinic? Nee. Therapist, wo steckst du? Was ist denn das? Ach, da, ah ja. Reschalla. Ah, das Ganze vergessen, glaube ich. Hm, 11.000 XP gibt es dafür. Auch noch 3 Stunden. Ja, wir machen erstmal Survive on the Location. Zweimal hier ankommen. So, naja, dann drücke ich mir mal selbst die Daumen. Hat doch einer auf mich geschossen, Alter. Hat er hier Thermal oder was? Das war eindeutig auf mich. Scheiße, und ich dachte, er läuft ja endlich mal vorbei. Mist. Hoffentlich sieht er uns nicht. So, und da muss... Ja, von wo hat er jetzt geschossen? Von da vorne irgendwo, denke ich. Boah, wie hat er mich gesehen, Alter? Ich saß doch irgendwie hinterm Baum. Da muss der von... möglicherweise von unten kurz vor der Brücke hochgeguckt haben. So, hier sieht er erstmal nur unsere Füße. Wir looten schön. Ich hoffe... Oh, voll Scheiße. Oh nein! Ich habe vergessen, das Zeug rauszunehmen. Ich Idiot. Oh, könnte ich mich jetzt ärgern. Der Flash-Drive. So, hier haben wir, glaube ich, eine gute Position. Er kann schließlich von da nicht runter ins Tal gucken, also hier an den Strand. Wenn, dann muss er sich zeigen. Vielleicht war er auch schon über die Brücke drüber und hat
drüben in einem Graben kurz vor der Tankstelle. Aber kann er da mich sehen? Kann er mich da sehen? Ich glaub's nicht. Ja, ich warte jetzt mal ein bisschen. Da kommt noch. War er das? Oder war es bloß ein Scaff? Ich hab's nicht richtig gesehen, aber. Mann, hoch hier! Mann! Wo ist er? Wo ist er denn? Ach, da. Das ist natürlich riskant. Ach, er war's. Er hat ein Nachtsichtgerät drauf. Alter, ich kann schon wieder nicht quatschen. Nachtsicht-Scope. Junge. Ja, da war das. Oh, das hässliche Ding. Damit hat er mich gesehen. Ehrlich jetzt? Habe ich so weit aus dem Gebüsch rausgeguckt? Naja. Raus hier. Wo bin ich? Ja, okay. Hütte in den Hügeln. Na, dann mal auf zum Kraftwerk. Am Kraftwerk. Ach, scheiße. Das Kraftwerk ist aber auch ungünstig. Das ist doch um diese Zeit Kultistengebiet. Wenn, dann immer was Resort oder Pier oder Wetterstation, aber hier so querfeldein zum Kraftwerk ist doch eher die Seltenheit. So, Sniper Scaff ist nicht da. Andere Scaff sehe ich auch nicht, höre ich nicht. So, dann jetzt. Nee, nicht dahin. Das ist Kacke. Hier hoch. Ich hoffe hier mal, hier sind die Kultisten nicht aktiv. Aber immer schön die Augen und Ohren offen halten. So, warte, dann hocke ich mich hier erstmal hin. Und gucke mal, ob ich irgendwas sehe oder. Weil hören tust du die ja nicht, die Idioten. Aber gesehen habe ich sie letztens, wie sie gelaufen sind. Ja, wenn ich. Warte ich jetzt erstmal hier eine Weile. Und gehe dann dezent zum Ausgang. Ui. Im Ressort geht schon die Post ab. Ja, lassen wir die erstmal von da unten auch noch hochkommen. Ich glaube, jetzt ist es halt riskant, auch an der Villa jetzt sich rumzutreiben. So, wir haben noch Zeit. 3 Minuten erst rum. Ich will ja auch keinen Ransruh draus machen. Aber ich auch nichts davon. Ich glaube, ich weiß ja nicht, ob ein Ransruh zählt. Aber wahrscheinlich nicht. Ich will es erstmal gar nicht riskieren. Und hier sind wir relativ sicher. Hier kommt keine Sau lang. Die von der Villa kommen, die rennen unten auf der Straße, eventuell zum Kraftwerk oder direkt hoch zur Bushaltestelle oder zum Ressort. Ich glaube, hier haben wir einen relativ guten Spot erwischt. Hier können wir uns erstmal aushalten. Und dann ist auch der größte Schwung vorbei. Dann können wir uns dezent zum Ausgang begeben. Und dann habe ich die Quest hinter mir. Klingt nach einem Plan, Senseless. Ja, du sagst es, Senseless. Ein Kraftwerk? Ja, komm. Ich fasse es nicht. Hier kommen wirklich welche gelaufen. Scheiße.
Schnell weg, schnell. Mein scheiß Gebüsch. Also weg, lauf, lauf, lauf. Oh, der stand direkt neben mir. Der stand direkt neben mir, Alter. Was soll ich tun? Was sollte ich machen? Die Versuchung war einfach zu groß, Mann. Oh, Mann, aber jetzt ist ein Mate, Alter. Der legt mich doch bestimmt um. Ich will ja nur raus. Ich will doch einfach nur raus, meine Quest machen. Aber ich kann jetzt nicht weglaufen, Alter. Der schießt mir in den Rücken. Ja, naja, vielleicht wird er seinen Partner looten und sich dann aus dem Staub machen. Mich erschrocken, Junge, und der feuert die Granaten hoch. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. So, mal ein bisschen Ersatzmunition. Die Tasche stopfen. Da kommt er. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Alter! One-Shot-Wonder! Oder war es nicht? War es vielleicht ein anderer, Alter? Ich weiß es nicht. Nicht, dass der ja von dem Geballer und Geknalle angelockt wurde. Und der andere hinten immer noch bei seinem Kumpel liegt und wartet, dass ich ihn loote. Tja. Ich höre nichts. Und die Versuchung ist einfach zu groß jetzt. Ich halte es nicht mehr aus. So, wo liegt der Sportsfreund? Da. So, schön ins Gebüsch. Ideal. Habe ich auch einen kostenlosen Helm und bessere Kopfhörer. Schwupps. So. Gelootet werden sie noch nicht so viel haben, denke ich. So, jetzt gucke ich nochmal schön zu dem anderen. Die hatten keinen Loot dabei. Haben die mich irgendwie gesehen, dass ich hier irgendwie hingelaufen bin? Weiß es nicht. Es leuchtet da. Der Laser? Oh ja. Nachtsichtgerät. Möglicherweise haben die mich gesehen, ja, das kann sein. Als ich vielleicht, ja, ich weiß es nicht, als ich vielleicht die Brücke am Kraftwerk überquert habe, haben die mich gesehen wahrscheinlich, dass ich hier hochgerannt bin. Oder die wollten einfach nur Kultisten schießen. Eigentlich egal. Ich muss jetzt zusehen, dass ich rauskomme. Da ballert noch einer. Wie war das so? Umsortieren. Ja, mit dem roten Alarmknopf auf dem Buckel möchte ich nicht, selbst nachts nicht rumrennen. So, na dann. Cool, jetzt sehe ich wenigstens was. Ich denke mal, jetzt kann ich mich auch zum Ausgang begeben. Ui. Ja. Warte mal, so. Thermalscope. Die Jungs waren ja gut ausgestattet. Na dann, raus hier. So, vorsichtig, nicht die Knochen brechen.
Okay. Jo. Ja, war doch recht erfolgreich. Zwei Typen kalt gemacht und gelootet, rausgekommen und jetzt die Quest abgeben. Easy, meine erste tägliche... Nee, ich habe ja schon eine beim Mechanic abgegeben. Sehr schön.